stopp, stopp, stopp. Nur am Meckern, chill doch einfach mal ab, ja? Bruder, wie meckern? Normal, Bruder, hast du so einen Vater oder hab ich so einen Vater? Du hast einen Vater, du musst warten, bis du älter wirst. Bruder, das geht so nicht mehr weiter, ja? Irgendwann, ich zieh aus von zu Hause. Okay, was ist los? Was schreist du so, ja? Was ist los? Was ist los, Cousin? Bruder, mein Vater, ja, der erlaubt mir gar nichts. Okay, was dein Vater, mein Vater? Was ist los? Was passiert? Was hat er gemacht? Bruder, ich bin schon über 18, ich bin fast 20 Jahre alt, ich darf nicht mehr Zigaretten rauchen, gar nichts. Was, du darfst nicht rauchen? Wer ist dein Vater, Habibi? Du musst deine Eier wachsen lassen. Was sagt er dir? Was sagt er? Rauch einfach, Bruder. Was ist los mit dir, Habibi? Ja, Bruder, was soll ich machen? Nicht jeder ist so wie du. Sei keine Pussy, sei du auch keine Pussy, Habibi. Wenn du rauchen willst, rauch. Keiner kann dir was sagen, Habibi. Der Typ hat Eier, hör auf dich. Ja, eigentlich, du hast recht. Ey, Bruder. Unterbrich mich nicht, wenn ich rede. Verstehst du, Bruder? Ich mein ja nur, ist das nicht dein Vater? Nanolum, was machst du da? Oh, Salam alaikum, Baba. Nanolum, Pirlaf, was hast du ihm gerade gegeben? Ja, gar nichts, Baba. Ich gar nichts hab ich. Ich bin gestolpert, weißt du, Baba. Ich hab nichts gegeben. Warum sagst du, Baba? Du hältst deine Schnauze, Artis. Zeig mal, was du in deiner Tasche hast. Von wem ist das? Baba, entspann dich. Ist das deins, ne? Was meinst du, Baba? Wallahi, billahi, ich kenn das gar nicht, Baba. Bist du sicher? Jordan, sag die Wahrheit. Ist deins, ne? Ja. Ja, genau, ist meins. Baba. Solange Artis, Baba, wenn du mich anlügst, Wallah. Wallahi billah, Wallah, Aziyat. Baba, lass mich in Ruhe. Tamam. Ja, Baba. Was guckst du, Le? Was guckst du mich an? Habibi, weißt du nicht, wo der steht? Artis! Alles gut, Bruder, aber was war das eben? Ja, genau, was war das gerade eben? Was war gerade eben? Denkst du, ich hab Angst um meinen Vater, Alter? So, komm, Bruder, gib ihm einen Kopfnuss, der. Was denkt der, wer der ist? Ja, ist ja auch egal, Bruder. Hier, nimm deine Kippen wieder. Nee, lass bei dir, ich nehm die nachher. Sind doch deine, nimm die. Nimm die Kippe zurück, hab ich gesagt. Später. Werd nicht so frisch, Mann! Werd aber frisch, Mann! Was ist los mit dir, Alter? Ich geb dir gleich eine, Mann! Hört mich an, Junge, nur weil ihr zu zweit seid. Denkt ihr, werdet was? Ja, du kleiner Pisser, bist doch einmal frisch! Ich geb dir eine, Mann! Wartet ab, ihr kleinen Pisser! Jetzt hol ich meinen Cousin! Wartet ab, ihr beiden! Wartet ab! Oh, Eichbeckia, Chihuahua, was machen? Gibt's Probleme oder was? Ja, Bruder, ich wollte gerade einen Typ schauen, jetzt holt er seinen Cousin, Alter, ja? Bruder, sein Cousin ist voll krass, wir sind am Arsch! Okay, wie redest du vor mir? Wer ist krass, Habibi? Was meinst du, woher ich komme? Bruder, hilfst du uns, wenn er kommt? Hilfst du uns? Was hilfst du uns, Habibi? Ich tu sein Cousin unter meine Achsel, Habibi, unter meine Kniekehle! Oh, Bruder, danke dir, wir sind froh, dass wir dich haben, ja? Ja, Mann, wir sind froh. Jungs, entweder bist du ein Mann oder bist du kein Mann. Habibi, bist du Pussy oder bist du keine Pussy? Soll kommen, wer will, Habibi, soll kommen, wer will. Ich bin hier. Ja, Mann, Alter, soll der Pisser kommen? Du machst das. Soll er kommen, Bruder, der kriegt Kletscher, aber auf easy. Hier, so, Bruder, auf easy. Ey, ihr Hunde. Bruder, da kommt er. Hä? Wer will auf die Fresse? Wer legt dich mit mir an? Julius, Alter, ja, mach ihn fertig. Komm, geh drauf, vertau ihn dem nicht, Mann. Hä? Bruder, du hast doch gesagt, du machst. Ja. Ich mach das. Du also, ah? Du kleiner Pisser, komm mal her! Der macht das schon. Der ist stark, Mann. Was ist los? Warum redest du so, ah? Komm, du Hund, lass uns jetzt schlagen. Komm her! Schlagen, natürlich schlagen wir. Klar schlag ich mich. Schlagen wir uns. Komm. Yalla, komm. Fang an. Habibi, weißt du, was ich mit dir mache? Warte ab. Lass mich mal hier. Warte ab, Alter. Schau dich behindert, warte ab! Komm, fang an, hab ich dir gesagt! Komm her! Du weißt gar nicht, mit wem du dich angelegt hast, Junge! Warte ab, Junge, warte ab! Junge, jetzt ist Feierabend, Junge! Jetzt ist Feierabend, Alter! Warte ab! Ah, warte mal, was ist los, Alter? Komm, Junge! Bist du Popfresse? Bist du Popfresse? Warte, ich bin noch nicht fertig, warte! Was willst du? Ich geb dir einen, Junge! Komm jetzt! Junge, du hast vergessen, mit wem du dich angelegt hast! Hast du gesehen? Hey, Junge, das war doch gar nichts! Weiter! Komm! Ja! Bist du bald fertig? Bist du ready, hä? Komm her, hä? Kleiner Pisser, ja? Komm, was geht, Cousin? Möchte gerne, Rambo, Alter. Ey, los, Mann. Ey, Jungs, wartet, ich kann ihn noch hauen, ich kann ihn noch schlagen. Wo ist der? Geh mal lieber nach Hause, ja? Wo ist der? Komm doch mal jetzt mit, Mann. Ich hau den weg, Mann.
Ich hau den weg, Mann! Ah. Boah, Schatz, bitte, ja, warum übertreibst du immer? Ich wollte nur mit den Jungs was trinken gehen. Das ist mir scheißegal, ab heute bist du um 12 Uhr zu Hause. 0 Uhr bist du zu Hause. Boah, Schatz, warum übertreibst du immer? Ja, ich bin auch nur mit den Jungs. Wir gucken keinen an, wir machen doch nichts, Mann. Jetzt nerv mich nicht und geh hoch. Bruder, wenn ich ihm sage, mach das, dann soll er das machen. Dann soll er mit mir diskutieren, Alter. Was los? Bruder, so muss das sein und nicht anders. Bruder, diskutier nicht lange. Weißt du, Kletsche, Papa, Papa, auf easy. Hab ich schon mal gesagt. Papa, Papa, Alter. Ey, was ist los mit dir? Bist du mir auch traurig? Bist du ja ein Bollywood-Film oder was? Was guckst du nach unten, Diggi? Ich hab da so ein bisschen Probleme, wisst ihr, so. Aber privat. Sag, was privat, Cousin? Wir sind Familie. Ich trag dich auf Rücken. Rede mit mir. Aber die sagt, ich darf nicht mehr Shisha-Bar gehen. Die sagt, ab 0 Uhr, ich darf nicht mehr raus. Verbietet mir alles, Mann. Ihi, lak Abus, Antar Abus, hast du dich zum Lappen gemacht bei deiner Perle, Habibi? Ja, Bruder, was soll ich machen? Ich lieb sie doch. Wir wollten Kinder zusammen machen. Lak, was juckt mich deine Perle, Habibi? Was juckt mich deine Perle? Lak, bist du ein Mann oder bist du kein Mann? Lak, Habibi, warum hängst du mit mir ab, wenn du so machst mit deiner Olle, Habibi? Bring die mal her, ich zeig dir, wie das geht, Wallah. Ja, ich weiß, Bruder, du hast da schon irgendwo recht, ja? Hast verstanden? Lak, fuck mich nicht ab, Habibi. Wir sind Männer, wir sind Männer. Wir sind Männer, wir sind Männer! Ja, wir sind Männer! Wir haben keine Angst vor Frauen, Habibi! Ah! Ihr müsst wissen, wer ein Mann und wer eine aber kein Mann ist, verstehst du? Ja, Mann, Bruder, du hast recht, Alter! Lucky, ihr Spastis, wir haben ein Motto, guck mal hier, sag keine Pussy, wir Männer haben das Sagen, Habibi! Soll keine Fatschen mit mir machen, diese Frauen, okay? Habibi! Siehst du, Bruder, das ist richtig, was der sagt! Wir dürfen keine Pussy sein! Ja, Mann, Alter, ich lass mir nichts mehr vor dir sagen, Alter! Ich bin ein Mann jetzt. Ayo, genau so, sag noch mal. Mama, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ja. So ist das, Habibi. Hey. Na? Was schreist du so rum? Schatz, gar nichts. Ich bin gerade hier. Ich erkläre dir gerade, weißt du, weil gestern Kino war ein krasser Film mit Action, Boxerei und so, hab ich dir erzählt, weißt du. Komm, steh auf, Küche putzen, jetzt, sofort. Ja, ich bin mit den Jungs, ja? Mit den Jungs. Steh auf, Junge, hab ich dir gesagt. Jetzt, steh auf. Entspann dich, Schatz, bitte. Entspann dich, bitte. Steh jetzt auf. Bitte, Baby. Nicht jetzt. Du stehst jetzt auf, hab ich gesagt. Okay. Komm sofort in die Küche. Oh, bitte nicht, mal meine Freundin. Ey, lass mich los. Halt deine Fresse. Du kommst jetzt mit. Bruder, meinst du, das war echt, was da gerade passiert? Oder schwer zu glauben, ja. Bruder, keine Ahnung, Leute reden zu viel. Fuck die mir ab, Alter, ey. Pussy, Alter, ich hab die gerade behindert gehauen. Verstehst du? Weißt du, die wollte gerade was, weißt du, normalerweise, man will nicht Frau vor Männer. Ja, das verstehen wir. Ich hab die machen lassen, Bruder, ich hab die bap, uppercut, und low-kick, alles, Alter, ja. Wo ist die denn? Wie, wo ist die? Ich hab die rausgeschmissen, habt ihr das nicht gehört, oder was? Warte mal. Ja. Ja, ich weiß, dass du einkaufen bist, Schatz. Ja, ist okay, ich bin hier, ich warte, bis gleich. Verstehst du, Alter, keiner kann mir was sagen. Guck mal, unser Motto, weißt du, sag keine Pussy. Männer haben das Sagen, Habibi. Ja, klar. Weißt du, was ich meine, Alter? Was machst du, der Bruder, der sagt, komm zur Schule? Ich bin noch in der Schule, weißt du? Der Bruder traut sich nicht. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich bin am Arsch. Herr Sucuk sagt, ich muss nachsitzen. Sag, was für Herr Sucuk, Alter? Ist das dein Vater oder was? Dann sitzt du einfach nicht. Was ist los mit dir? Ich muss nachsitzen, sonst ruft er meine Eltern an. Ich krieg Ärger. Sag, fuck mich doch nicht ab, Alter, bevor ich wieder in der Klasse rauchen muss. Bruder, was redest du da? Soll er deine Eltern anrufen? Was wollen deine Eltern von deinen Eiern, Bruder? Ha? Bruder, was soll ich machen, ja? Jonas, was redest du? Sein Vater klatscht ihn doch weg. Wie, sein Vater klatscht ihn weg? Dann ruf mich an, wenn dein Vater kommt, Bruder. Was ist los? Ich bin doch hier. Nicht jeder so wie du. Habibi, wir lassen uns von niemandem was sagen. Kein Vater, kein Lehrer, gar nichts. Habibi, wir sind Männer. Like, wir sind Männer. Wacht mal auf, wir sind Männer. Wir sind Männer. Ey, das ist Herr Sucuk. Jonas, pack die Kippe weg. Was macht ihr hier für Filme, Alter? Da soll Sucuk reinkommen oder Baklava. Juckt mich nicht, Alter. Was ist los mit euch, ha? Hör mal, was ist denn los da hinten? Kollege, runter vom Tisch! Und Kippe weg! Was ist los? Was für Kippe wegpacken? Ich rauch, wann ich will, Habibi! Ich sagte runter vom Tisch sofort und die Kippe weg! Sag, was drehst du? Bist nicht mein Vater, ich lass die Kippe nicht weg! So, das reicht jetzt mit dir. Du gehst jetzt sofort runter zur Direktorin und erzählst ihr, was du gemacht hast. Sag, was für Direktorin? Mach doch keine Filme, ja, Sucuk! Ich bleib hier, mach keine Filme, ja? So, hier wird jetzt nicht mehr diskutiert. Mein Wort ist Gesetz, also runter sofort! Lack, ist gut, ich geh dahin, wohin du willst, Habibi. So, habt ihr meine Aktion gesehen? Lasst euch mal Eier wachsen, Habibi, keiner hat mir was zu sagen hier. Oh, Bruder, ist ein krasser Typ, ne? Gott, hilf mir bitte. Hallo, Frau Direktorin, guten Tag. So, Jonas, du setzt dich sofort hin. Ich
habe Ihnen hier ein paar Sachen mitgebracht. Wunderschöne Blumen für die wunderschöne Dame Louis Vuitton, Prada. Danke, Younes, aber deine Aktion vorhin in der Klasse, was sollte das? Das Ding ist, ich liebe die Schule und die Direktorin ist nett und die Louis Vuitton-Tasche hat 2000 Euro gekostet. Danke, Younes, für deine Geschenke, die du mitgebracht hast. Aber schauen Sie doch mal hier, diese Rosen, diese Blumen sind wunderbar. Also jetzt reicht's mir mit deiner Bestechung. Ich ruf dich mein Vater einfach ab, bitte, ich mach das nie wieder, oder ich mach nie wieder. Okay, Younes, ich drück jetzt noch ein Auge zu, aber verschwinde sofort. Schnell, schnell mal auf, der Chef kommt. Boah, der ist heute mies gelaunt, ne? Lack, was juckt mich der Chef und ihr beide und dieses Lager und die Arbeit? Lack, lass mich hier chillen. Junge, was redest du da? Der hat mich letztes Mal fast gekündigt. Weil du eine Pussy bist und dir alles sagen lässt, Habibi. Ich bleib hier, mich kündigt keiner. Lack, ich scheiß auf den Chef, diesen Hund. Der hat nichts zu melden. Meine Schuhe reden hier, dieser Firma, Habibi. Meine Schuhe reden hier, Habibi. So, Männers, was ist hier los? Wie läuft die Arbeit hier? Guten Morgen, Chef. Die Arbeit läuft super. Jungs, arbeiten. Ja, das will ich auch hoffen. Bis heute Abend sollen die Paletten fertig sein. Aber natürlich, wir machen das Lager picobello. Ich push die Jungs auch mit, weil es super Anzug haben sie heute an, ne? Wahnsinn, die schwarze Krawatte war super zu. Sie hätten auch Model werden können, oder nicht? Ja, super. Ja, danke schön. Sie können sich auf mich verlassen. Ich bin Ihre rechte Hand, linke Hand, was Sie wollen. Die Jungs, die geben ab und zu auf, aber kein Problem, ich bin hier. Perfekt, super. Ich wusste schon immer, dass Sie der beste Mitarbeiter hier sind. Dankeschön, ich bin der Beste. Sie sind aber auch der beste Chef, den ich habe, den ich kenne. Die haben viel erreicht. Ich liebe Sie. Okay, perfekt. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, klar. So, Jungs, hört auf den Kollegen. Ich bin weg. Bruh.